Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Story von Condemned Criminal Origins, eines meiner ersten Xbox 360-Spiele. Es ist sogar wirklich noch genau dasselbe Spiel, das ich damals gekauft habe. Das Spiel ist hier in Deutschland indiziert, soweit ich weiß sogar beschlagnahmt. Und es geht darum, als Detective Obdachlose mit allen möglichen Waffen zusammenzuschlagen. So im Großen und Ganzen habe ich damit das Spiel zusammengefasst. Wir starten jetzt mit einem neuen Spiel. Und ich würde sagen, bis gleich. Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. People are scared. We need to get this one. Follow me. Body's this way. I'm getting too old for this. You gotta crouch to get under the tape. So, da wären wir. Wir sind Agent Thomas, wir müssen Dixon folgen und das ganze Spiel hat schon wieder 9 Jahre auf dem Rücken, kaum zu glauben. Dementsprechend sieht es natürlich ein bisschen älter aus. Na gut, Thomas, meine alten Knochen drücken wir mal hier unten durch. Alles klar, Dixon, ich bin direkt hinter dir. Unser Mann. Oh ja, wir jagen hier einen Serienkiller. Why do they always have to kill in such maggot-infested dumps? Why can't they pick a nice spot without addicts and gang members for once? Someplace not so damn dark. Ja, genau dieselbe Frage stelle ich mir auch immer. Wieso immer solche Orte? Nearly shot the bastard. Come on, this place is creeping me out. Wo findet man solche Orte? Wo findet man solche Orte? It's this way. Die Gegend hier würde Chicksaw sehr gut gefallen. Alles klar, du gehst da drüben hin, ich gehe hier hin. Aber da hinten rennt jemand rum. Ich meine, der Mann könnte verdächtig sein. Na gut, bring mich zur Leiche. Wir selber haben keine Taschenlampe. Ich bin sehr gut ausgerüstet, wie man sieht. Aber der gute Dixon, der wird das Ganze hier schon richten. Oh oh. Dixon? Your stupid car broke my light. Better turn yours on. I hear you're afraid of the dark. Kuckuck. Mein Wagen hat dein Licht kaputt gemacht. Ergibt das Sinn? Wie soll denn das gehen? Haben wir ihn angefahren? Wo genau sind wir hier? Das sieht aus wie so ein altes Büro. Ein toter Vogel. Klar, den nehme ich mit. Eintüten mitnehmen, ich hatte noch kein Mittagessen. Ah, die Dinger hier können wir bewegen. Tja, man könnte beinahe sagen, es ist ein Blind Let's Play, denn 7 Jahre ist schon eine sehr lange Zeit. Da war ich noch eine ganze Ecke jünger. Bin ich heute mutiger? Ich denke schon. 114, report in. Have the feds arrived? Becker here. FBI on the scene. Over and out. Copy that. Agent Thomas, this is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Agent? Na dann, gehen wir mal rein.
A2. Aha. Abendessen. Mit einer toten jungen Frau. Dinner in the dark. Sick bastard. Thomas. Hello, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime, and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Alles klar, wir sollen die Sache hier untersuchen. Wieso schon wieder Kinderpuppen? Wieso? Ohne Gesicht. Und jede Menge Augen. Alles klar, die junge Dame hier drüben sieht ziemlich mitgenommen aus. Use the UV light on the corpse and find the trauma point. It'll glow a bright purple. Was sehen wir hier? Aha. Ein Abdruck. Wir scannen. Okay, sein Zeigefinger fehlt. Run the laser light over the crime scene, and if there's evidence, it will show up a bright green. Hey, Becca, get the lights. The agent's laser works better in the dark. Alles klar, Dunkelheit. Der Mann hier muss arbeiten. So. Ich muss hier scannen. Wichtige Dinge, die wir erledigen müssen. Zoom. Weiter zoomen. Hier sehe ich doch was. Hier sehe ich doch was. Ich als Fachmann kann erkennen, dass wir hier eine sehr merkwürdige Substanz im Gesicht der Puppe haben. Processing image. That's it. The same mark. Exact same MO as the others? It's the work of a guy we've been calling the matchmaker. Kills young women violently. Poses them in grisly tableau with male department store mannequins. Mannequin always slightly disfigured by a mark on the face. Hmm. Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. No luck so far. Becker, no smoking at a crime scene. I don't smoke. Well, someone was. Irgendjemand raucht hier. Ich würde sagen, wir machen wieder das Licht an. Was ist hier los? Becker? Nein, der Mann ist nicht Raucher. Irgendwo hier drüben. Sag bloß, mein Wagen brennt. Eine Zigarette. Hier oben ist eine Lüftung. He's right above us. Call for backup now. This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and Stark. Potential homicide suspect still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Shit. Okay, now he's playing with us. Change of plans. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. All clear, Agent. Sooner we finish up here, the better. Let's go. Oh, and for Christ's sake, be careful.
Thomas, Officer Becker. I don't know if they're on a new drug or something. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. Alles klar, Freunde, wir trennen uns. Ist eine großartige Idee, darauf wäre ich niemals gekommen. Yep, wir haben es gehört, eine neue Droge. Verbrechen so viele wie noch nie zuvor. Die Stadt hier geht vor die Hunde. Aber ich bin bereit. Ist wahrscheinlich eine ganz normale Wohngegend. Federal Agent, come out peacefully or I will use force. Okay, wo rennt der rum? Der muss doch irgendwo hier in der Nähe sein. Ich höre ihn. Oh, Mist. Erste Hilfe. Nicht heute. Wir können treten. Das sieht extrem cool aus. Besonders, weil wir extrem hoch treten können. Wow, wer kann denn so hoch treten? Bruce Lee Junior. Bam, riech meinen Fuß. Da ich immer im Dienst bin, habe ich seit einem halben Jahr meine Socken nicht gewechselt. Seit einem Jahr die Füße nicht gewaschen. Eintritt und die Gegner sind direkt K.O. Okay, wo genau müssen wir hin? Hier drüben. Die Treppe nach oben. Vielleicht können wir die anderen oben irgendwo finden. Munition prüfen. Yep, sieht gut aus. Und wenn es ganz, ganz schlimm wird, habe ich immer noch meinen Fuß. Okay, die Türen hier sind in der Regel zu, soweit ich weiß. An ein paar Dinge kann ich mich immer noch erinnern. Geht die hier? Die hier geht. Die hier geht. Und hier drin finden wir nicht mal einen toten Vogel. Dixon? Dixon! Dicky! Okay, Dixon ist weg. Irgendjemand ist hier aktiv. Alles klar, ich bin hier nicht alleine. Na gut, na gut, na gut, ich bin bereit, komm her. Der lauert da drüben. Oh! Das war ein Schlag. Er ist benommen durch meinen Fuß. Vielleicht doch besser keine Munition sparen und direkt abknallen. Könnte die bessere Idee sein. Und diesmal finden wir keine Drogen. Oder? Drogen? Doch, wir finden Drogen. Na also, Pillen hier, die wir irgendwo in so einem ranzigen Gebäude, in einem alten Schrank gefunden haben, werfen wir uns natürlich rein. Was soll denn schon passieren? Jetzt, wo ich die Pillen genommen habe, kann ich auch sprinten. Eine neue Fähigkeit kann man nur durch die Pillen kriegen. Aber wo ist Dixon? Man hört sie. Okay, okay, okay. Wir bleiben alle ruhig. Es muss einen anderen Weg geben. Weil hier kommen wir nicht durch. Und hier waren wir schon. Ah. Eine Tür. Die von alleine zugeht. Überhaupt gar nicht verdächtig. Der Raucher. Wir kennen ihn bereits aus Akt X. Okay, wir machen erst den Strom an. Habe ich eben gerade einen Schlag bekommen? Die.
Warte mal, der Mann hier spielt mit uns. Können wir die mitnehmen? Ein Beweismittel? DNA oder sowas? Toll, ich bin unbewaffnet. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist mein Fuß. Oh. Eintritt. Und wir können alles zerlegen. Das ist ein Fuß. In Saw hatte ich meinen rechten Arm und jetzt habe ich hier meinen Fuß. Waffen. Wer braucht schon Waffen? Wenn er so einen Fuß hat. Ah, Moment, hier drüben. Yep. Ein Vogel. Ja, die Dinger werde ich nicht einsammeln. Wenn ich welche finde, nehme ich sie mit. Aber ich habe sie ja wie bereits alle. Wo will der denn hin? Können wir hier selber nach oben gehen? Keine Ahnung, eine Falltür. Die Menschen kennen das Haus besser als wir. Okay. Gib mir dein Brett. Oh nein. Nah am Gesicht. Alles klar, ich hab einen. Ich muss noch den anderen irgendwie erledigen. Okay, Kumpel. Alles klar, wie machen wir es? Brechen. Oh. Genau so wird gespielt. Und ich habe keine Drogen mehr. Ich nehme hier so ein Rohr mit. Wo ist der reingekommen? Der eine hier vorne mit dem Bürostuhl? Aber der andere? Thomas? Du wirst wahnsinnig. Nehmen wir selber die Droge? Gas. Wir kommen der Sache näher. Der Vogel. Toll, ich habe einen Vogel gefunden. Was will ich mit so einem Vogel? Ganz ehrlich, was macht man damit? Ich meine, man kann hier wirklich sehr viele Dinge sammeln. Aber tote Vögel? Alles klar, her damit. Ich brauche meine Pillen. Was war denn hier drüben? Rohrleitung. Ah, ist wirklich was anderes. Das Ding ist relativ schnell, das andere hier drüben. Das ist auch nicht übel, aber das hier macht ein bisschen mehr Schaden, finde ich. Ganz kleine Schritte. Tippel-tappel. Wie ein echter Mann eben. Wir nehmen die Treppe wie ein echter Mann. Super, hier kommen wir nicht weiter. Hier brauche ich so eine Feuerwehraxt. Aha, was haben wir denn hier? Eisen? Nein. Nicht mal mein Fuß kommt durch. Auf einmal so ruhig. Für meinen Geschmack viel zu ruhig.